Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute geht es um den Social Smoke Uno Momento. Social Smoke Mango. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Eigentlich schon, ne? Hier ist der Schnitt. Kopfbau und so blende ich euch gleich noch ein. Jetzt fokussieren wir noch schnell den Benny. Oh, dein scheiß Rauch. Nerv. Alles klar. So, ja, das Ganze rauchen wir erstmal in der Kaya PNX660 mit dem Hooker Brothers Schlauch, einem Glasschlauch, Tonkopf, ungefähr halb Treffen voll und drei Tom Coco Kacha oder drei Tom Coco Brigos, ist ja auch egal, ist alles gleiche. Bilder blende ich euch mal eben ein. Ja, dann kommen wir erstmal zum Geruch des Social Smoke Mango. Und das erinnert mich sofort an so eine Fanta, ja, Fanta Mango, ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber es riecht einfach nur überkrass natürlich. Süß, ein Tick herb. Ganz leicht chemisch noch, aber für Social Smoke doch relativ untypisch, dass es so, ja, so natürlich schmeckt, so natürlich riecht. Also ich habe echt nicht mehr, schon lange nicht mehr so einen krassen Tabak, also so einen Tabak, der so krass natürlich nach der Frucht riecht. Das ist echt heftig, ist auch ungewöhnlich irgendwie, sonst riechen die ganzen immer so ein bisschen chemisch oder so. Es riecht echt, als wenn da eine pure Mango aufgeschnitten drin wäre. Richtig geil. Ja, Rauch seht ihr die ganze Zeit, ey. Es ist einfach nur Wahnsinn. Quant wie ein Pferd, ja. Zum Donnerstag gönnen wir uns mal ein kleines Bierchen, ja. Wir dürfen ja, sind schon 18. Ist ja logisch, wenn wir Shisha rauchen. So sollte es eigentlich sein, ne? Und ja, dann kommen wir mal einfach zum Geschmack. Ich muss jetzt sagen, wo wir angeraucht haben, wo wir ungefähr so 5 Minuten geraucht haben, war das einfach nur natürlich einfach ein Mango, ja? Also war nicht chemisch, es war einfach nur, als ob hier eine Mango drin ist, ja? Als ob wir gerade frisch von der Mango abbeißen. Ihr hattet so einen süßlichen Tick. Dann im Inneren der Mango schmeckt das ja so ein bisschen herb, so leicht kernig. Schmeckt eins zu eins danach, ja. Also kann ich gar nichts gegen sagen. Finde ich absolut genial. Also ich bin ja eigentlich so nicht so der große Mango-Fan. Aber das Ding feiere ich richtig krass. Also auch wenn man jetzt eine Weile nicht sieht, der Geschmack von der Mango, der bleibt ewig im Mund. Auf jeden Fall. Und der komplette Raum riecht einfach nach einer frischen Mango, ja, also ist super geil. Echt faszinierend, dass die das so natürlich getroffen haben, ja, ist ein bisschen schon fast schockierend, ja, dass Social Smoke das so natürlich hinbekommen hat. Also echt geil, falls ihr an den rankommt oder so. Gut, der Preis ist natürlich ein bisschen schweinisch, ich glaube 250 Gramm kosten 28, 80, sowas in der Dreher, like Star Wars, nur als mit 250 Gramm. Aber Hammer, ja. Also der von Fruchtrauch, der war ja schon geil, der ging aber eher in das Süßliche. Und dieses leicht Herbe von der Mango war jetzt beim Fruchtrauch nicht so. Und das ist hier einfach 1 zu 1, ja, also der kriegt 10 Punkte. Auch für den Preis kann man dem 10 Punkte geben, ja. Der ist also echt Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass man Tabak wieder 10 Punkte von mir kriegt, ja, aber... Wir geben dem auch jetzt seit 10 Minuten volle Ritze. Vielen, ja. Und da ist absolut nichts kratzig. Ihr könnt ziehen wie ein Pferd, es qualmt wie die Hölle und es schmeckt einfach nur geil. Ja, vielleicht hier noch, weiß ich nicht, was haben wir vorhin gesagt, Orange? Ja, so Orange, Pfirsich, irgendwas Geiles für den Sommer. Und noch ein bisschen Minze und dann ist es knallig. Mango. Ja, viel, ey, dann knallt er noch mehr. Die Ringe kommen gar nicht durch den fetten Qualm, ja.
Also absolut geil. Wie gesagt, was? Weil du es nicht kannst. Okay. Ja, Leute. Dann soll es gewesen sein. Wir rauchen jetzt noch ein bisschen. Ein bisschen war gut. Ja, 4,5. Bude ist voll. Wir sind auch nach dem Bier voll. In diesem Sinne sind wir raus. Haut da rein, Benni und Schlicher Schmidt. Peace. Macht's gut.